bin die Amber aus Wales, bin 22 Jahre alt und suche hier einen Partner, der im besten Fall über 1,80 groß sein sollte. Ich liebe die Wolken und ich bin riesengroß. Denn du bist bei mir, ich lass dich nie wieder los. Wir grüßen die Menschen und sie winken zurück. Kein Wunder, wir sind ja auf der Straße ins Glück. Amber, wie ist es Ihnen seit der Sendung ergangen? Sehr gut. Ich habe tatsächlich sehr viele Anfragen bekommen, über Social Media hauptsächlich. Und habe ein bisschen die Aufmerksamkeit genossen. Aber es waren auch sehr schräge Anfragen dabei. Aber grundsätzlich hat alles... War eine sehr tolle Erfahrung. Wie viele Anfragen haben Sie circa bekommen? Am Anfang war es tatsächlich so viel, dass ich nicht mitgekommen bin. Also auf Instagram und auf Facebook. Ich hatte dann auf einmal bei diesen Nachrichtenanfragen über 100 Anfragen. Auf Facebook waren auch sehr, sehr viele Anfragen von Männern. Und ich kann keine Ziffer nennen. Was für Männer waren das so? Können Sie uns da ein bisschen was erzählen? Vom Alter her? Bunt gemischt. Hauptsächlich tatsächlich über 40. Ich sag mal so, nicht so mein Beuteschema. Also ich glaube, all das, was ich mir gewünscht habe, wurde nicht erfüllt. Warum? Ich weiß es nicht. Was haben Sie gleich gesehen, dass es nicht Ihr Beuteschema war? Mir war es sehr wichtig, jemanden zu finden, der nicht so viel älter ist. Ich meine, ob es jetzt 10, 15 Jahre, damit kann ich ja noch leben. Aber es waren wirklich viel ältere, viel reifere Männer dabei. Viele, die mich als Fetisch gesehen haben. Was haben die hineingeschrieben? Wie haben sie das gemerkt? Viele Nachrichten waren ja gleich so 100 Euro die Nacht, 500 Euro die Nacht oder schick mir Bilder von deinen Füßen. Oder einer hat mir, also mit dem habe ich mich dann auch tatsächlich getroffen, hat mir dann eine Peitsche geschenkt, weil er dachte, ich wäre Domina. Es war sehr schräg. Am Anfang ganz lieb, ich meine, am Anfang ist jeder ganz lieb. Wir haben was gegessen, was getrunken und der hat mir so ein kleines Geschenk mitgebracht und ich bin dann halt einer der Menschen, die so tun, als würden sie das Geschenk gar nicht wahrnehmen so, und fokussiere mich dann so auf den Menschen, obwohl ich Materialistin bin und stehe dazu. Dann, als ich nach Hause gekommen bin, wir haben uns gut verstanden tatsächlich, also ich hätte kein Problem gehabt, wenn es weiter gelaufen wäre mit ihm. Dann habe ich das Geschenk ausgepackt und es war einfach eine Peitsche mit so einem Leder Dessous-Ding. Und das hat mich doch abgeschreckt. Sie haben sie dann nicht mehr getroffen mit ihm? Nein, oh Himmel, Herrgott, nein. Sobald jemand glaubt, ich bin eine Prostituierte oder eine Domina, hört es bei mir auf. Ich meine, jeder soll leben, wie er möchte. Ich verurteile das nicht. Ich glaube, wäre ich jünger und nicht so emotional stark, würde ich es vielleicht auch machen. Aber das ist nicht so mein Ding. Verbockt, na, der Mann hat uns den Fortschritt eingebrockt, na, der Mann, den Seitensprung erfand er, die Politik, den Stress, und wenn ich jetzt was sage, ja, dann seien Sie mir nicht böse, wir Männer sind wirklich das Letzte, da haben die Frauen ja so recht, wir Männer sind Es waren ein paar Liebe, ein paar Schräge dabei. Waren das schon die Schrägsten oder waren noch Schrägere dabei? Das war tatsächlich, ich glaube, das Schrägste, was mir passiert ist, ist, dass eine Dame mir geschrieben hat. Das war eine ältere Dame, extremst lieb. Also es war so wie so eine Oma,
hat mir geschrieben, wie toll sie mich nicht findet und ja, dass sie mich unterstützt und solche Sachen. Und ich, wie freundlich ich halt bin, schreibe immer so Danke, so diese Standardsprüche. Und dann wollte sie beinahe ihre drei Söhne mir andrehen. Hat mir dann geschrieben, so ja, sie hat drei Söhne und die finden keine Frau. Und ob ich mich nicht mit allen drei treffen würde und dass sie quasi, dass einer von den drei mich bekommt. Und für mich, also keine Ahnung, ich konnte das mit mir nicht vereinbaren, dass ich mich mit drei Brüdern date. Aber das war ihr voller Ernst. Wie ist sie auf das gekommen? Haben alle drei gesagt, sie sind interessiert? Ich oder? Weiß es nicht. Also es war, vielleicht wussten sie ja gar nicht mal, dass ich existiere. Aber sie meinte so ganz ernst und ihr ist das jetzt wichtig, dass ich ihre Söhne kennenlerne. Ich glaube, sie hatte das Bild einer Hausfrau, als sie mich gesehen hat, was ich auch nicht verstehen kann. Ich koche bis heute nicht. Ja, das war ganz schräg. Ich meine, sie war entzückend, sie war herzallerliebst, aber das hat mich so irritiert. Und das waren extrem viele Anfragen von Geschwistern, wo die Schwester geschrieben hat, ja, nimm meinen Bruder. Aber ich habe halt gemerkt, die wollten so eine Freundschaft mit mir aufbauen, aber dachten so, ja, okay, mein Leben basiert jetzt nur darauf, dass ich einen Mann kennenlerne. Meinst du, nimm meinen Bruder, ich bin dabei. Dass ich beim ersten Treffen immer etwas abgeranzter aussehe. Ich weiß nicht, woher der Tick kommt, aber ich habe irgendwie so dieses Gefühl, wenn du mich so nicht akzeptierst als Ranziger, hast du mich als gut aussehen nicht verdient. Und dann merkt man, wie schockiert die sind. So, wenn ich keine Wimpern oben habe, kommt dann immer so, ja, wieso schminkst du dich nicht? Und dann merke ich so, die wollen einfach diese Illusion von mir daten und nicht mich. Und das ist bei so vielen Männern der Fall gewesen. Und natürlich auch viele, die es nicht zugeben wollten, dass sie mich aus dem Fernsehen kennen, war, die es auch nicht gesagt haben, ich weiß aber nicht wieso, die dann mich getroffen haben und ich bin davon ausgegangen, dadurch, dass sie mich nicht kennen, wissen sie ja nicht, wie ich im alltäglichen Leben aussehe, also konnte ich ja ungeschminkt auch hin. Und wenn ich das gemacht habe, war so, ja, aber ich dachte, du schminkst dich so gerne. Und das dachte ich mir so, was juckt dich das, Frederik? Was juckt dich das? Wenn ich ungeschminkt hier zum Date erscheinen möchte in einem Abendkleid, dann ist es so. Und wenn nicht, leb damit. Und das ist so schräg, aber von jeder Seite, auch in meinem vorherigen Job war es auch so. Ich meine, generell auch, wenn ich beim Arzt bin, sprechen mich die Damen dort an und meinen so, ah, ich habe sie im Fernseher gesehen und ah, ich habe einen Sohn. Wo ich mir dann denke so, ich will nur zum Zahnarzt. Lass mich doch nur zum Zahnarzt. Scheiß auf deinen Sohn. Man darf man das im Fernsehen sagen. So, dein Sohn ist mir extremst egal. Also es hat doch noch mehr andere Popularität gebracht. Ja, extrem, aber unangenehme Situation. Ich hatte jetzt nie, dass ich beim H&M war und da war ich, ah, du siehst so gut aus. Sondern es war immer beim Zahnarzt. Beim Frauenarzt, so an den unangenehmsten Situationen, wo man einfach nicht gesehen werden möchte, stehen Leute und meinen so, ich habe dich da und da gesehen. Und ich denke mir so, ich will doch nur zum Zahnarzt. Oder ich will mich einfach nur untersuchen lassen von meiner Frauenärztin. Und das ist extrem schräg für mich gewesen. Und dann habe ich einfach mich dann zurückgezogen in jeder Hinsicht. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Es haben sich viele Hunderte unter Anführungszeichen gemeldet. Ist jetzt noch Interesse da, jemanden kennenzulernen, auch übers Fernsehen? Wie gesagt, wenn es passt, dann passt. Ich bin jetzt nicht so, dass ich krampfhaft nach einem Mann suche. Aber wenn der Richtige kommen sollte, dann bin ich open-minded, schätze ich mal.
Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht den letzten Strom hängen und meinen, so, oh, bitte, jemand muss mich jetzt lieben. Ich bin jetzt bald 24, ich werde jetzt nicht jünger. So bin ich nicht, so war ich nie. Aber ich bin offen, auch wenn es nur eine Freundschaft wird oder so. Und hat sich das Bild verändert von dem Traummann? Oder wenn Sie uns den nach diesem Jahr jetzt nochmal beschreiben? Ich glaube, das wandelt sich bei mir gefühlt täglich. Früher war es ja so, ich hatte so quasi mein Favel für dieses... Er muss genau so und so aussehen, braunes Haar, dies und jenes. Mittlerweile merke ich, dass mein Beuteschema sich komplett gewandt hat. Dieses Südländische ist gar nicht mehr mein Ding. Ich bin jetzt eher so dieses europäische Blond und dieses Milchbubi-mäßige. Also es hat sich komplett gewandt. Das heißt, es wäre jetzt sozusagen eher ein hellhäutiger Blonder, der ja dominant ist, aber nicht zu sehr dominant. So circa. Und finanziell unabhängig. Ich meine, solange ich mir jetzt finanziell nicht so die ganze Zeit alles hinterher schieben muss, ist alles in Ordnung. Ich erwarte mir jetzt keinen Mann, der mein Leben finanziert. Ich meine, ich gehe auch arbeiten und ich bin materialistisch, aber solange ich mir das selber zahlen kann. Also ich würde nie von einem Mann erwarten, kauf mir jetzt eine Prada-Handtasche, weil ich habe gerade kein Geld. So bin ich nicht. Ich kaufe es mir selber. Ihre armenischen Wurzeln, gibt es da eine Verbindung vom Styling her zwischen den Kardashians und Ihnen? Nein, ehrlich gesagt, ich meine, viele glauben es zwar, aber es ist nicht so. Ich meine, ich kann es zugeben, ich bin ein Fan der Kardashians, also ich schaue mir gerne an, was sie machen, finde alle Damen dort auch wunderschön, aber ich würde styletechnisch gesehen, schminktechnisch gesehen, ist da keine Inspiration für mich. Aber ich weiß, ich höre es gefühlt von jedem über Social Media, dass da eine Ähnlichkeit da ist. Aber es ist halt die armenischen Wurzeln. Armenier sehen halt gut aus, muss man zugeben. Einen Traum noch? Einen Traum von mir? Oh Gott. Ich denke, zurzeit ist mein größter Traum, dass ich nach Amerika möchte. Einfach meine Sachen packen und dorthin. Und die Freiheit dort genießen, ohne diesen sturen Österreicher um mich zu haben, die immer krantig sind und so. Also das ist ja zurzeit ein Traum von mir, den ich versuche langsam zu realisieren. Und die große Liebe, wird die noch wo warten auf der Welt auf Sie? Ja, wer weiß, vielleicht ist er im Knast oder so. Man weiß es nicht, der könnte ja überall sein. Vielleicht, das hätte ich jetzt nicht gesagt, weil jetzt würden Sie die Leute aus dem Gefängnis mit den Briefen wahrscheinlich. Ja, immer her damit, mir ist langweilig. Nein, wie gesagt, ich bin da ganz offen und ich sage auch, also, keine Ahnung, vielleicht datet er gerade eine andere und liebt sie gar nicht und weiß halt nicht von meiner Existenz, man weiß es ja nicht. Und ich bin 23, ich habe gar keinen Stress. So, es wäre ja unnötig, mich jetzt extrem zu stressen für einen Mann, der mir einfach nur Döner holen soll. Der Sünder-Döner holen dann? Ja, es ist kalt. Ich brauche ihn halt für den Winter.